Er liegt im Krankenhaus, schwer verletzt, wird mir gesagt. Wenn ich Pech hab, geht er drauf, mit einem Grinsen im Gesicht. Lacht, steht Polizist an, wenn er dabei nicht drauf geht, setz dich doch mal an. Die Taxitür öffnet sich, eine Faust an mein Gesicht. Mein Körper geht zu Boden, es verdunkelt sich mein Blick. Tritte in mein Bauch, mein Kopf breit auf den Asphalt. Sie legten Handschein an, benutzten äußerste Gewalt. Etwa 20 Mann, SEK und Polizei. Wir waren nur zu dritt, sie kamen aus dem Hinterhalt. Doktor Anonym lag ein Handschein vor mir rum. Man merkte es sofort, sie hassten uns den Untergrund. Sie schauten ins Gesicht, verglichen uns mit ihrem Steckbrief. Erkannten mich sehr schnell, weil man es an der Kette sieht. Im Auto unterwegs, meine Wohnung ist ihr Ziel. Ich wünschte, ich wach auf, bin im Traum in einem Spiel. Leider falsch gedacht, ich bin in der Realität. Um groß noch was zu ändern, ist es jetzt schon viel zu spät. Wie ein Schwerverbrecher sieht die Nachbarschaft mich an. Verleumdung erst Grades, alles läuft nach ihrem Plan. 15 Uhr, auf dem Weg zum Priesterweg mit dem Taxi. War mit Anonym unterwegs, zwei Statisten waren da. Smokey sollten wir dort treffen. Ich kam an, was ist passiert, Mann? Aus dem Taxi gerissen, weswegen, Mann? 20 Leute aufgeschraubt. Ey, das war so übertrieben. Wisst ihr, wie das ist? Wenn ihr einfach rausgerissen werdet, ihr kriegt Schläge an den Kopf, euer Gesicht wird verdeckt, ihr könnt nichts mehr sehen. Mein Gott, Alter, ich wünsche, dass es kein von euch passiert. Sie betreten meine Wohnung, nehmen alles, was sie sehen. Beschlagnahmen die Waffen, die CDs und den PC. Alles wird durchsucht, bin ein Dorn in ihrem Fleisch. Sie wollen mein Untergang, suchen nach jedem Beweis. Auf dem Weg zur zweiten Wohnung, alles läuft euch schief. Sie observierten mich und das nur wegen Musik. Die Inhalte zu hart, sie machten mich zu ihrem Staatsfeind. Behandeln mich wie einen Terrorist, doch das ist falsch. Die echten Terroristen laufen draußen frei herum. Trotzdem kamen sie zu mir, ich glaub, ich kenn den Grund. Die Jugend schaut zu mir, hört auf das, was ich gesagt. Also legen sie heute ein Exempel an den Tag. Sie bringen mich zum LKA, doch komme ich in Haft. Verhören mich den ganzen Tag bis abends in die Nacht. An die Öffentlichkeit kommt die Pressemitteilung. Hass, Weber hochgenommen und die Liste mit ihrem Fund. Die erste Wohnung wurde schon durchsucht, das ganze Studio, alles verwüstet. Warum? Warum? Nur weil dort Attrappenwaffen waren oder was? Bin ich ein Terrorist jetzt? Alles kaputt gemacht, ganzes Studio ist im Arsch. Und jetzt kommen sie noch zu meiner Privatwohnung, durchsuchen alles. Was das? Alles wird mitgenommen. Ein neuer PC, der wurde letzte Woche gekauft. Alles weg. Alles weg, nur weil ich Musik mache. Bin ich wirklich so schlimm in euren Augen oder was? Müsst ihr uns fertig machen, weil ihr an die Echten nicht rankommt? Yakuza Clan. Killer Cocktail. Yakuza Clan. Killer, Killer. 893. Killer, Killer. 893. Yakuza Clan. Killer Cocktail. Yakuza Clan. Killer, Killer. 893. Killer, Killer. 893. 893 Yakuza Clan. Du redest bei den Bullen, doch wir haben es erfahren. Du dachtest, wir würden nicht dahinter kommen, doch ich
muss dich enttäuschen, der Bulle steckt mit drin. Wir treffen uns, ich seh die Angst in deinem Gesicht. Du gibst mir einen Schlag, der voller Blut ist. Ich öffne ihn und seh die Wiedergutmachung. Leider reicht dein Finger nicht mehr aus, es ist dein Tod. Wir geben dir die Klinge und du kniest dich hin. Machst dein Oberkörper frei und setzt das Wakizashi an. Die letzte Möglichkeit, die Ehre zu retten, deine Fehler zu begleichen, alles wendet sich zum Besten. Schließ die Augen, drück die Klinge an dein Bauch. Von links nach rechts schneidest du ihn dir auf. Du kannst nicht mehr und senkst deinen Kopf. Das Schwert haut zu, er rollt, das war's. Yakuza Clan, Killer Cocktail. Yakuza Clan, Killer, Killer 893, Killer, Killer 8933. Yakuza Clan, Killer Cocktail. Yakuza Clan, Killer, Killer 893, Killer, Killer 8933. Ich will deine Finger, ich nehm mir deine Finger. Ich bin ein schlimmer Finger, von Beruf aus bin ich Killer. Ich wurde im Auftrag der Yakuza 893, hab die Klinge mit dabei. Der Boss will, dass der Verräter jetzt schweigt. Ich werde ihn töten, denn ich kenne kein Mitleid. Er kriecht von mir am Boden, bettelt nach Verschonen. Vor seinen Augen werde ich seine Frau durchbohren. Er kann mich nicht stoppen, ich bin Dr. Faustus. Ich töte ihn und die Familie mit Genuss. Mit dem Messer werde ich immer wieder in sein Körper fahren. Ich bin ein hirntoter Meuchelmörder im Yakuza-Clan. Wir sind die Angst in deinen Augen. Hunde laufen amok, keine Hexe bis zum Tode. Quer durch deinen Wurm und uns am Schiff, denn ist unmöglich. Pferde ist gewittert und dein Körper geht zu Boden, während Donner und Gewitter. Ich bin ein Bluthund und reiße dir Fleisch aus deinem Körper. Wenn die Zähne sich verbeißen, werd ich instinktiv zum Mörder. Mörder, der aufs Ganze geht. Was bedeutet, du wirst sterben, ob im Kampf oder am Tag darauf. Doch schmerzvoll wird es werden, ich beiß zu. Du gehst drauf, ob Fleischwunde oder Tollwut. Stech dir 30 Mal ins Herz und fordere das Zollblut. Du bist schwach und kannst nicht kämpfen, also fresse ich dich auf mit Haar und Haut. Was übrig bleibt, vergrabe ich von meinem Haus. Die Knochensammlung eines Hundes sind Trophäen seiner Jagd. Hunde kommen im Rudel, ob bei Nacht oder am Tag. Hunde spüren dich auf, sie wittern, Pferden schlagen zu. Kreisen Beute ein, das nächste Ziel bist vielleicht du. Sie fletschen Zähne vor dem Angriff und das Letzte, was du siehst, sind rote Augen und der Schaum vom Mund. Wenn du vor ihnen liegst, dann hast du längst den Kampf verloren. Spür die Bisse im Gesicht, spür wie der Kiefer deinen bricht und kurz darauf dein Licht erlischt. Wir sehen die Angst in deinen Augen. Hunde laufen amok, keine Hetzjagd bis zum Tode. Quer durch deinen Wurm und uns am Schiff, denn ist unmöglich. Pferde ist gewittert und dein Körper geht zu Boden, während Donner und Gewitter. Wir sehen die Angst in deinen Augen. Hunde laufen amok, keine Hetzjagd bis zum Tode. Quer durch deinen Wurm und uns am Schiff, denn ist unmöglich. Pferde ist gewittert und dein Körper geht zu Boden, während Donner und Gewitter. Killer töten nicht, kommen in der Nacht mit Maske auf und ihr kriegt einen Stich. Wer will mit uns winken, ihr habt alle nur den Tunnelblick. Keiner kann uns stoppen, denn wir Killer sind auf einem Trip. Wir haben uns als Team gut bewährt, wir werden weiterhin ein Team bleiben, es wird keine Spaltung geben. Wir beide als Team sind unschlagbar und so wird es weiterhin sein. Ja, ich will mich auf jeden Fall bei allen Fans bedanken, die uns unterstützen, die Hirntod kaufen, Hirntod hören. Die Armee wird größer.